Ja, schön. Ganz toll. Ich habe nicht ein Festival dieses Jahr gemacht. Das ist nicht gut. Nächstes Jahr. Ich auch nicht. Nächstes Jahr gehst du ab. Geil, ich dann. Mit Olaf. Wenn man im Garten Beeren, Blumen, irgendwas hat, wo Vögel gerne mal dran gehen, ja, dann braucht man was, damit sie das nicht tun, die Vögel. Zum Beispiel so Windmühlen, so Vogelschreck-Windmühlen. Das sagst, ihr habt genau das als Vorlage. So, okay, soll eine Windmühle zu passen. Ach, wie soll denn den nächsten Beitrag? Wir wollen das ist hier nur eine? Das ist eine Windmühle. Nein, das sind verschiedene. Das sind vier Stück, muss es sein. Okay, warte. Hast du beim Wisch bestellt, oder was? Nee, das habe ich woanders bestellt. Aber ich saß dann tatsächlich da auch zu Hause und dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh, die ist so, allein unfassbar. Das ist also, rausfallen, geht mir schon auf den Sack. Wir sparen überall an Strohhalm und dann kriegst du eine Packung Strohhalme. Nur so, halt für was anderes. Sag auf die Plätze, fertig, los. Auf die Plätze, fertig, los. Wie, jetzt ehrlich? Okay, währenddessen moderiere ich folgenden Beitrag an. Nein, wieso? Lass doch mal jetzt gucken. Da möchte doch der Zuschauer vielleicht auch mal mitmachen. Also ich bin natürlich im Vorteil, weil ich es jetzt einmal schon zu Hause durchprobieren musste. Es ist wirklich, es ist unfassbar. Es ist wirklich das ist unfassbar. Aber wirklich natürlich kompliziert. Naja, ich habe jetzt schon die Laune verloren. Wie gesagt, guckt immer mal wieder drauf, ja, wie das aussehen muss. Okay, ich habe mich auch gefragt, ob vielleicht alle Erzieherinnen, alle jungen Eltern das gerade sowieso aus dem FF können, weil Windmühlen basteln, ist das normal? Macht man das einmal am Tag? Also, nein. Nee, aber man macht es einmal im Jahr. Also du machst halt dieses Laternebasteln, ne? Und zum wenn Beispiel. Du jetzt vielleicht denkst, Mensch, das hat so viele schöne Stunden gebracht mit den Kindern und dann waren sie ruhig, dann okay, machst du das Marlene, vielleicht. Das sieht schon nicht schlecht aus. Marlene ist schon dabei, die Flügel einzuschlagen. Ich will eigentlich hier schon wieder so eine Wand aufbauen, damit der Bosch nicht wegkommt. Ob ich da einmal rüber gucke, ich scheitere schon am Zusammenstellen dieser Kumpel. Vier sollen es sein, ja? Was ist hiermit? Brauchen wir die? Das sieht aus wie ein sehr aggressives Zäpfchen hier. Das gebe ich mir für nachher auf. Sie haben ja die Chance, vielleicht auch mal was zu gewinnen. Dann machen Sie mal Tipp bei unserem Gewinnspiel. Diesmal zahlen wir Ihnen zwei Extra-Gehälter aus. Gewinnen Sie mit ein bisschen Glück zwei Extra-Gehälter im Gesamtwert von 120.000 Euro. Jeweils 2.500 Euro monatlich für zwei Jahre steuerfrei. Obendrauf haben wir nur noch mal ein Monatsgehalt von 1.500 Euro draufgelegt. Also zwei Extra-Gehälter, weil ein für dich selber und noch für jemanden, den du aussuchst. Also gewinnen und beschenken, das ist ja. Also Liebe empfangen und Liebe geben. Rufen Sie an. Schenken macht ja viel mehr Spaß. Ja. So, 01379 44 44 01, Kennwort Gehalt oder eine SMS mit Gehalt an 3x4, 3x1. Das geht doch aber hier durch das Nupsi nicht. Jungs, durch. Ich möchte euch sagen, jetzt kommt mein absoluter Lieblingsbeitrag heute, weil Mörchenpatrick aus Thüringen züchtet ja leidenschaftlich gerne Riesengemüse. Ja. Und Cindy Blazing ist Schrebergarten-Influencerin und Deko-Expertin, weil mit Deko hat er es ja nicht so. Und diesmal würden wir gerne wissen, was ist eigentlich das Geheimnis zwischen Mörchen, Patricks XXL-Gemüse? Sie möchte das auch wissen, weil sie das auch nutzen möchte. Und dieses Kennenlernen dieser beiden Menschen haben wir begleitet. Einen Satz noch dazu. Schreiben Sie bitte jetzt mit und wir werden danach abfragen, welchen Satz fanden Sie am lustigsten in diesem Beitrag? Verstehen Sie? Der jetzt kommt. Jetzt mitschreiben. Ist es nicht wunderschön? Hattest du den Lieblingssatz jetzt rausgefunden? Wir sprechen ein andermal darüber. Das ist mir so schmuddelig, man darf das gar nicht, aber Sie wissen, auf welche Sätze wir angespielt haben, ne? Auf jeden Fall war das eine sehr schöne Begegnung. Und los geht's mit unserer Sendung in der nächsten halben Stunde über Situationen, die man aus dem Wartezimmer kennt. Wenn man als Arzt oder als Arzthelferin arbeitet, erlebt man leider solche Szenen. Das ist total verrückt. Beleidigung und Gewalt im Kampfsport aus. Ganz genau. Weil bis der Sicherheitsdienst da ist, ist die Situation eigentlich schon eskaliert. Das ist gleich unser Thema. Jule Gülstorf ist bei uns. Guten Morgen, liebe Jule. Einen schönen guten Morgen. Ja. Gott sei Dank gibt es das an unserem Arbeitsplatz nicht. Ne? Nee, das stimmt. Nee. Wir haben alle was zu pusten. Ich habe meinen Kaffee und Marlene hat ihre. Mir fehlt bei manchen Videobildern aus dem Internet natürlich gerne mal der Kontext. Letztendlich kann ich mir aber keinen coolen Kontext vorstellen, der das da auslöst. Es kann nicht sein, dass die Menschen, die uns helfen, unsere Gesundheit retten wollen. Und auch sollen. Gibt es keinen Grund. Das ist eine absolute Unverschämtheit. Und überhaupt, dass man darüber nachdenken muss, sich einen Kampfsport ausbilden zu lassen als Krankenschwester, ist es verrückt. Das stimmt. Dafür haben wir jetzt eine ganz, ganz bezaubernde Geschichte. Auf einem Waldweg sehen wir einen Mann, das heißt, wir sehen ihn nicht, wir hören ihn. Und der hat 12 Hunde dabei, die ihm nicht gehören. Die ruft er nacheinander immer mit Namen zu sich. Und die Hunde kommen exakt in dieser Reihenfolge angelaufen, stoppen, machen Sitz und ein hübsches Gruppenfoto. Dieses Video geht im Internet viral und es fasziniert uns. Das ist eine so tolle Energie. Wir wollten unbedingt wissen, wer ist der Mann mit dieser tollen Energie und lernen dabei jetzt einen Menschen mit einer ganz besonderen Lebensgeschichte kennen. Freuen Sie sich auf diesen Mann. Was dieser für ein Beitrag. Faszinierender, ja, Mann.
ein Balsam auf meine Seele, auf unser aller Seelen, glaube ich. Der ist einfach ein toller Typ, der über seine Gefühle reden kann, sich clever entschieden hat für sich und sein Leben. Das ist einfach toll zu sehen. Und ich habe keinen Hund, aber alleine, wenn ich das gucke, würde ich gerne einen Hund haben und das nachmachen, was er sagt. Ne? Dass er im Grunde genommen die Führungsrolle immer übernimmt und auch keine andere. Mhm. Ganz, ganz faszinierend, wunderschöne Geschichte. Gleich kommen wir zu einer wunderschönen... Böse im Internet und wir lieben jede Sekunde davon. Gleich mehr dazu mit Benedikt Amara. Alle Top-Geschichten aus der Promi-Welt erfahren Sie bei uns gleich. Wir sind gleich zurück. Jugend geht es da um Leben und Tod. Und das ist in diesem Fall gar nicht mal übertrieben. Schiedsrichter Thomas Rathmann hat alles selbst erleben müssen. Er ist direkt bei uns nach den Nachrichten auf unserer Couch und spricht über diesen wundervollen Nebenjob, Beruf, Hobby, wie auch immer. Der ganz wichtig ist, weil sonst die ganzen Jugendlichen und Kinder nicht Fußball spielen können. Genau. Aber wie kann man denn den Einzigen, der das alles in einem möglich macht, so unter Druck setzen? Wir werden darüber sprechen müssen. Jetzt kommt Jule Gülsdorf und die Nachrichten. Wir sind's. Guten Morgen. Es ist 6.32 Uhr. Ich bin gestern über ein Insta-Profil gestolpert, was ich euch gerne zeigen möchte. Mhm. Schaut mal her, Miller. Von dem ist, was man im Internet sieht, ist irrelevant. Also, weißt du, ich komme aus einer Zeit, wo es Menschen gab, die dieses Bedürfnis, die haben dann Gummipuppen gehabt und haben sich in eine Gummipuppe verliebt. Das gibt es auch. Es ist halt die analoge Variante. Wo sind wir in diesem kurzen Gespräch so falsch abgebogen? Ach ja. Ich habe das vor 15 Jahren genau so erlebt. Also es ist, glaube ich, nicht, ich weiß nicht, ist es immer schlimmer geworden? Weil ich habe mich geschämt am Spielfeldrand. Ich habe gedacht, ich möchte hier nie wieder herkommen, weil das, was die Eltern in meinem Umkreis gemacht haben, war so fürchterlich. Also man nimmt muss sich zu. Bitte? Es nimmt wieder zu. Es nimmt zu. Trotzdem Corona-bedingt hat es abgenommen, aber jetzt nimmt es wieder zu. Na gut, da konnten die auch nicht spielen, die Kinder. Also das kann ja auch nicht die Lösung sein. So, gleich 7:15. Nur noch 4 Automodelle zum... Welche Entwicklungen sind zu erwarten? Wie kann man sich am besten verhalten? Das verrät uns Autoexperte und Wirtschaftskorrespondent Philipp Vetter gleich bei uns. Und Sie können bei unserem Gewinnspiel 120.000 Euro insgesamt gewinnen, jeweils für Sie und eine befreundete Familie. 2.500 Euro monatlich für ganze 2 Jahre steuerfrei. Obendrauf heute 1.500 Euro als Monatsgehalt. Rufen Sie an 01379 44 44 01, Kennwort ist Gehalt, oder eine SMS mit Gehalt an die 3x4, 3x1. Viel Glück, wir sind gleich zurück. 7:50 Mittwochmorgen. Schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Autos werden immer teurer. Die Inflation hat tatsächlich auch in der Autobranche ihre Spuren hinterlassen. Zu Gast Herr Vetter. Das ist wirklich super heftig. Hat der ADAC jetzt gerade rausgefunden, nur noch 4 Neuwagenmodelle von allen Marken, die es überhaupt gibt auf dem Markt? Tatsächlich. Sind unter 15.000. Ein Mann ruft 12 Hunde, einer nach dem anderen, immer mit dem Namen. Und die kommen einer nach dem anderen hin und setzen sich hin, machen ein Gruppenfoto. Das Video davon geht viral, weil es wirklich faszinierend ist, wie der Typ die Hunde im Griff hat. Jetzt kann man nur das Video feiern oder man sucht einfach nach dem Mann. Und das haben wir getan. Wir lernen einen Menschen mit einer ganz besonderen Lebensgeschichte kennen. Freuen Sie sich auf diesen Beitrag.